Welt sollte man alle Welt schätzen können? War es nicht schon schwer genug, seinen Nachbarn zu schätzen? Oder seinen Vorgesetzten? Und wie sehr schätzen wir unseren Partner? Und was schätzen wir, wie lange noch? Abgründe taten sich auf. Und so beließ man es dabei, den Steuerzensus zu schätzen. Tausende flohen darauf in den Steuerparadies. Nach Judäa verspekulierten sich in palästinensischen Immobilien. Der Nazarener aber sprach, so gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das Volk war zufrieden und gab dem Kaiser, was er haben wollte. Und fühlte sich daneben heute wie ein König, und die Kunde davon verbreitete sich, dass der Kunde jetzt ein König sei. Und aber da begab es sich, dass der dicke Mönch Martin seine Thesen anschlug, dass der Mensch mehr wert sei. Und der Mehrwert stieg gleich dem Stern von Bethlehem kometenhaft ans Firmament. Und Firmen schossen wie Pilze aus dem Nährboden der Wirtschaftlichkeit, und der Mehrwert wurde zum Nährwert. Und wir alle lernten verstehen das Grundgesetz des Apokapitalismus. Consumo ergo sum, ich kaufe, also bin ich. Und also wendet euch ab von Genügsamkeit und Verzicht. Und glaubt daran, dass ihr es euch wert seid und konsumiert, was der Zinssatz hergibt. Denn es ist nur so im Globus die Welt immer noch in Ordnung und jeden Tag ein bisschen besser. Omen! 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 Die Losung des Tages. Der Leitzins ist mein Hirte, es wird mir an nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zur Getränkeabteilung. Er erquicket meine Bedürfnisse, er führt mich auf rechter Straße um seine Corporate Identity willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Finanzkrise, so fürchte ich keine Verschuldung. Denn du bist bei mir, dein Rettungsschirm und dein Schuldenschnitt, die trösten mich. Du befreist mich, nein, du bereitest mir vor mir den Tisch angesichts meiner Futterneider. Du hast meine PS mit Superplei freigesalbt, meinen Becher, der fließt über. Angebot und Nachfrage werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Kapitalismus immer da. Jesus GmbH, Psalm 5, Vers 3,99. Und wenn ihr da spürt, dass innere Leere von euch Besitz ergreift, so sprecht mir nach. Ja, ich kaufe. Ja, ich kaufe. Und so ihr euch nach Glückseligkeit sehnt, sprecht mir nach. Ja, ich kaufe. Ja, ich kaufe. Und wenn der Mangel euch am Arsch hat und euer letztes Geldstück feit vor dem letzten Tag des Monats liegt, so sprecht mir nach. Ja, dieser Kredit ist günstig und neben dem ist kein anderer Kredit, denn siehe, die Kreditwürdigkeit des Menschen ist unantastbar. Du, der du bist ein armes Würstchen. Labe dich an meiner Fleischtheke. Nutze die Vorteile der Treuepunkte und spreche mir nach. Ja, ich kaufe! Ja, ich kaufe! Und die Rendite soll Einzug halten in dein Heim. Und goldene Zeiten sollen herrschen, immer da. Ihr die Sehnsucht spürt, geht hin und kauft, auf dass die Leere nicht von euch Besitz ergreifen kann. Nein! Ihr seid es, die Besitz von der Leere ergreifen. Halleluja! Sprecht mir nach! Ja,